Ja, sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Einen schönen guten Tag vom wirklich malerischen Ammersee. Nicht nur die Sonne wird kommen, die kommt in diesem Augenblick raus, sondern auch ein Schiff wird kommen, ein Ausflugsdampfer, in guten 2 bis 3 Minuten. Und bis dahin wollen wir fertig sein. Wird eine ganz große Herausforderung, weil neben mir sitzt eine Designer-Legende, Vittorio Strosek. Schönen guten Tag. Was machen wir zwei heute hier? Blödsinn. Ach so, naja, so, also alles wie immer. Wie immer. Nö, wir wollen ja was zelebrieren. Ne? Ja. 30 Jahre Strosek Mega. Wie hat das begonnen? Ich habe Automobildesign studiert und mir machte es keinen Spaß, immer nur am Schreibtisch zu sitzen und zu zeichnen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, selber Autos zu bauen. Wir sind 81 hier zum Ammersee gekommen und haben dann mit diesem Porsche-Programm angefangen. Erst mit dem 928, dann 944 Turbo und dann mit dem 911. Wir, das sind deine Frau Ulrike und du, ne? Ja, und unsere zwei Kinder und natürlich später dann unsere Crew. Wie groß war die Crew denn so in Spitzenzeiten? In Spitzenzeiten 14 Festangestellte und immer 3, 4 Praktikanten und 4, 5 freie Mitarbeiter. Hinter uns steht ein Fahrzeug aus dieser Zeit, das 1994 umgebaut worden ist. Man glaubt ja immer, das sei irgendwie 903 basiert, weil es so aussieht. Mhm. Stimmt in dem Fall nicht. Ne? Da steckt ein 81er 911 SC drunter. Heute spricht man ja oft von Backdating. Aber wenn man seiner Zeit voraus ist, ist das dann Predating? Wie kann man das übersetzen? Mein Gott, wir machen ja jetzt diesen Mega 30. Und bauen im Prinzip so ein Auto, aber mit anderen 964 LED-Scheinwerfern. Und das passt in die heutige Zeit. Ja. Ja. Die Leute wollen die alten Autos haben und nicht diese modernen mit den 1000 Knöpfchen und Elektronik. Und das sind halt Autos, die noch Spaß machen für den Fahrer. Absolut. Fahrerautos. Aber nochmal zurückkommend zum Strosek Mega. Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er, begann das eigentlich mit dem Erscheinen der Typenreihe 964. Das war zum Modelljahr 89 der Fall. Das Auto sah aber eigentlich so aus wie eine Porsche-Generation weiter. Es sah eigentlich aus wie ein Vorgriff auf den 993. Ist das jetzt alles bloßer Zufall? Wir können ja offen reden. Es ist ja jetzt guckt ja auch keiner zu. Ja, eben, ist ja nicht für die Presse. Eben. Und Porsche hört eh nicht zu. Nein, Werk 1 liest auch keiner. Also als wir zur Präsentation zur IAA kamen am ersten Pressetag und kamen auf den Porsche-Stand, dann kamen mir die hohen Herren entgegen und meinten, na Herr Strosek, der würde Ihnen doch bekannt vorkommen, oder? Aha. Ja. Also eine gewisse Orientierungshilfe war das Auto schon. Ja. Macht das stolz? Mein Gott, stolz, ja. Oder eher demütig? Ich weiß ja, wie gut ich bin. Der war gut. Sehr, sehr gut. Warum eigentlich der Ammersee? War das damals so eine Herzensgegend? Meine Mutter wohnte damals am Tegernsee, meine Schwester, mein Neffe Julian in München und uns zog es immer hier runter in den Süden. Und dann hatte sich hier in Uttingen was ergeben. Und das haben wir dann wahrgenommen. Aber es gibt in der Vita des Vittorio Strosek auch eine Station in Wuppertal. Ne? Wie ja. kam das denn? Ich bin in Weimar geboren, in der damaligen DDR, mit 4 Jahren nach West-Berlin, mit 8 Jahren nach Wuppertal. Und da hatte ich das Glück, dass ich in der damals besten Schule für Automobildesign studieren konnte, an der Bergischen Universität. Und habe dann später für Colani gearbeitet, für Efex Porsche. Und 81 sind wir dann hier runter zum Ammersee gekommen. Und es gab sogar mal eine Rennversion des Strosek Mega, ne? 1994 war das. Ja, für den Wolfgang Schramm. Wir haben aber auch für Porsche selber, fürs Werk, diese 928 Cup Porsche gemacht. Und hatten eigentlich immer einen besonderen Zugriff zum Rennsport. War das auch eine Inspiration für die Formensprache, dass das alles glatt und aerodynamisch sein muss? Ich war ja bei Colani, aber nicht nur deshalb natürlich. Jetzt weiß ich's. Der berühmte 320 Turbo von Karl-Heinz Becker aus Steinhagen, der ist aus deiner Feder. Nein. Nein. Okay. Nein.
Aber der hat tatsächlich dieses Auto gebaut. Luigi Colani, der eigentlich Lutz hieß mit Vornamen. Ja, ne? Berliner. In Bielefeld ja schaffend Reda, war. Reda Wiedenbrück. Ja. Und da war ja Steinhagen nicht weit weg, Bielefelder Vorort. Und da gab es einen Rennfahrer, Karl-Heinz Becker, ja, ja, der so ein 320 Turbo hatte in der deutschen Rennsportmeisterschaft mit einer Colani-Karosse, die ja auch so rund war wie deine Formensprache. Ja, ja. Ist da schon ein bisschen was hängen geblieben aus der gemeinsamen Zeit? Man weiß es natürlich nicht so im Nachhinein, aber ich habe mich immer für Aerodynamik interessiert, für glatte, aufgeräumte Formen. Und die sind halt die besten Formen im Windkanal, ne? Nicht diese kantigen Formen. Ne? Ja. Also ich rede jetzt vom CW-Wert, nicht vom Abtriebswert. Ne? Aber Abtriebswert haben wir natürlich auch berücksichtigt. Wenn ich mir das Fahrzeug im Bildhintergrund anschaue, das gehört einem Werk 1-Leser. Mhm. Das Auto ist 1994 von 29 Jahren umgebaut worden, von einem 81er SC in einen Strosek Mega. Die Spaltmaße, die sind, als wäre es neu. Das ganze Auto sieht aus, als wäre es neu. Ja. Aus welchem Werkstoff ist das gemacht worden, dass das heute noch so top dasteht? Ja. Wir verwenden ein hochwertiges, hitzebeständiges Polyesterharz mit hochwertigen Matten, top verarbeitet. Mhm. Die werden auch getempert, die Teile. Und für die, die das nicht wissen, übersetzt ins Deutsche, die werden irgendwie temperaturbehandelt. Richtig. Was passiert da? Kommen die in so einen Autoklaven in den Ofen? Ja. Und da dampfen die aus? Ja, damit es nicht später in der Sonne passiert. Mhm. Und das führt dazu, dass die heute verzugsfrei sind, sich nichts wälzt. Ja. Also ich finde es ganz erstaunlich, wie nachhaltig diese Autos sind. Ja. Glaubt man gar nicht. Ja. Nee, also dadurch haben wir uns auch diesen Ruf erworben, dass man bei uns ohne Bedenken Autos bauen kann. Wie viele Strosek Mega existieren? Oh. Weiß man das? Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich kann das nur ganz grob schätzen. Also von uns gebaute sind es vielleicht 300. Ja, so viele? Ja. Ja. Wir haben auch viel mit Porsche-Händlern zusammengearbeitet, die dann unsere Bausätze bekommen haben und auch selber umgebaut haben. Und es gibt natürlich, ich schätze mal, das Dreifache an Kopien weltweit, speziell aus Kalifornien. Cool. Ja. Und der Strosek Mega 30 zelebriert jetzt ein Jubiläum, naheliegend welches. Der basiert jetzt auf der Baureihe 964. Richtig, ja. Und weil es 30 Jahre sind, gibt es auch 30 Stück. Ja, auch. Ja, ein paar mehr? Nein, das ist streng limitiert. Okay, und das ist ein internationales Auto für internationale Klientel? Ja, ja, ja. Und ich habe mir sagen lassen, da findet bald so ein Illustratermin in luftiger Höhe statt, ne? Das hat jetzt direkt nichts mit dem Mega 30 zu tun, sondern für den Dr. Ruven Mohr, Technikvorstand von Lamborghini, der lädt da oben ein und wir sind auch mit unserem Mega 30 zugegen. Sehr schön. Inzwischen ist es hier ein bisschen lebhaft geworden. Ne? Der Auslustdampfer hat angelandet. Sie hören das an der Akustik im Hintergrund. Also ein bisschen Gemurmel und Gebrabbel haben wir hier inzwischen. Und das soll es dann auch für uns in diesem Augenblick gewesen sein. Ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke auch in ein Stück Automobilgeschichte und Designhistorie. Herzlichen Dank an Vittorio Strosek. Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Thank you.